Dann herzlich willkommen. Wir sind hier im Panel 5. Freue mich natürlich, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Das Panel 5 hat gerade eine kleine technische Herausforderung zu lösen, was die Panelisten angeht. Da werden wir aber gleich vollständig sein. Panel 5 ist Wissensökonomie und Kompetenzmanagement, Treiber in der digitalen Transformation. Hier als Panelisten mit dabei sind Frau Schmeink von dem Projekt NAVID und das Demografienetzwerk DDN, Herr Herzberg und Herr Dr. Förster-Trallo vom Zentrum Digitale Arbeit und der Universität Leipzig und Herr Professor Posselt, Institutsleiter des Fraunhofer IMW, die Abkürzung verrät es noch nicht ganz. Es ist das Fraunhofer Zentrum für internationales Management und Wissensökonomie. Herzlich willkommen also schon mal. Bevor wir Herrn Professor Posselt entsprechend hier im Panel begrüßen können, wird noch eine kurze technische Hürde genommen. Ich fange trotzdem schon mal an, die Panelisten noch kurz vorzustellen. Wir verfahren weiter nicht nach der Reihenfolge, sondern nach dem guten alten Prinzip Ladies First. Frau Schmeink ist die Geschäftsführerin des Demografienetzwerks DDN. Und sie bezeichnet sich selber als Netzwerkerin aus Leidenschaft. Das ist auch ganz klar, wenn man sich ihre Vita entsprechend anschaut. Studierte Wirtschaftswissenschaftlerin, hat im Familienunternehmen gearbeitet und als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Forschungs- und Transferprojekten auch in universitären Zusammenhängen gearbeitet, an der Westfälischen Hochschule, hat ein themenbezogenes KMU-Netzwerk aufgebaut im Münsterland und dann eben den Weg entsprechend zu DDN, also das Demografienetzwerk. Ich will immer Demokratienetzwerk sagen, aber ein wenig hat es ja auch etwas damit zu tun. Also willkommen, Frau Schmeink. Wir hören außerdem von Herrn Herzberg und Herrn Dr. Förster-Trallo. Beide sind wissenschaftliche Mitarbeiter in der Gruppe Qualifizierungs- und Kompetenzmanagement am Fraunhofer IMW in Leipzig. Herr Herzberg, von dem wir gleich auch den Vortrag hören werden, den er zusammen mit Herrn Dr. Förster-Trallo aufgesetzt hat, selber auch Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe, hat außerdem Schwerpunkte in der interdisziplinären Arbeit im wirtschaftlich-sozialen Bereich, fokussiert auf moderne Flexibilisierungsmaßnahmen und einer nachhaltigen Personalpolitik. Gesamtgesellschaftlich interessiert ihn der Klimaschutz als Schwerpunkt, das sei hier an der Stelle auch genannt. Dr. Förster-Trallo, der sich auch im Hintergrund entsprechend in den Chat einbringen wird, hat entsprechende Erfahrungen aus der Automobil- und Telekommunikationsbranche, ist natürlich auch entsprechend in den Bereichen digitale Lehr- und Unterstützungsangebote Spezialist, deshalb auch hier in dem Panel als Experte mit dabei. Er forscht am Fraunhofer IMW im Bereich der digitalen und demografischen Transformation. Schwerpunkte sind die individuelle und organisationale Voraussetzung zur Steigerung von Innovationskompetenzen entlang der Wertschöpfungskette. Außerdem ist er noch am Lehrstuhl für Innovationsmanagement und Innovationsökonomik der Universität Leipzig, entsprechend. Mit quantitativen Methoden untersucht er dort den Einfluss der Digitalisierung auf Innovationsprozesse bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Seine Promotion hat er in dem Bereich Informationsverarbeitung und Entscheidungsverhalten von Führungskräften an der Glasgow Caledonian University abgeschlossen. Ja, und dann kommen wir zu Professor Posselt. Er ist geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer Zentrums für internationales Management und Wissensökonomie und Professor
für Innovationsmanagement und Innovationsökonomik an der Universität Leipzig. Den Lehrstuhl habe ich eben gerade schon benannt. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte und Interessensgebiete sind Innovationsmanagement und Ökonomie und Politik sowie Dienstleistungsmanagement und Ökonomie. Das soweit zur Einstimmung auf unser Panel und ich freue mich jetzt natürlich, dass wir von Herrn Herzberg, glaube ich, den ersten Vortrag hören können. Und er führt uns ein. Wenn das für Sie in Ordnung ist, Herr Herzberg, können Sie gerne loslegen, Ihre Präsentation zu starten. Und an alle Zuhörenden, wir hören jetzt in einer, wir nennen das unter Kommunikatoren Druckbetankung, die entsprechenden Vortragenden in einem durch und können dann im Anschluss Fragen über den Chat an die entsprechenden Panelisten stellen. Und Herr Herzberg, it's your turn. Vielen lieben Dank, Herr Böttner-Langolf, für die kurze Vorstellung und Einführung. Ich würde dann mit dem ersten Vortrag beginnen. Zur Person würde ich jetzt nichts mehr sagen. Wir wurden ja schon gut vorgestellt. Beginnen mit dem ersten Vortrag im Zentrum Digitale Arbeit durch Dr. Förster-Trallo und mich. Dr. Förster-Trallo wird, wie bereits erwähnt, uns im Chat unterstützen und ein paar Verlinkungen posten, damit Sie uns auch digital im Netz direkt verfolgen können. Dann würde ich auch direkt beginnen. Die Zeit ist relativ knapp bemessen. Ich würde noch mal ganz kurz auf das ESF-Bundesprogramm Zukunftszentren eingehen, um allen, die es hier im Beitrag noch nicht kennen, das Ganze kurz ein bisschen näher zu bringen. Das Ganze setzt sich zusammen aus dem Zentrum Digitale Arbeit, insgesamt 4 Teilprojektpartner, wir als Universität beteiligt, unter Leitung von Arbeit und Leben, zusammen mit der ATB Chemnitz und der HTWK in Leipzig. Weiterhin setzt sich das Ganze zusammen aus insgesamt 5 regionalen Zukunftszentren in den ostdeutschen Flächenländern und dem Haus der Selbstständigen zur Unterstützung von Solo- und Selbstständigen. Ja, die Aufgabe des Zentrums Digitale Arbeit ist Schaffung des Wissenspools und des Thinktanks Wandel der Arbeitswelt. Dabei geht es im Wissenspool um die Aufbereitung und Bereitstellung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und der Verknüpfung von Wissen aus Forschung und Praxis. Höheres Ziel dabei ist, der Wissenstransfer überregional branchenoffen und für heterogene Zielgruppen zu gestalten und die regionalen Zukunftszentren bei der Erstellung innovativer Lernkonzepte zu unterstützen und die regionalen Zukunftszentren entsprechend zu koordinieren bei der Wissensgenerierung, der Beratung und der Erstellung neuer Qualifizierungskonzepte. Ziel der Unterstützung ist, wie bereits heute in der Veranstaltung öfter erwähnt, die Unterstützung der kleinen und mittelständischen Unternehmen in Ostdeutschland bei der digitalen Transformation mit dem Schwerpunkt der Beschäftigten im Unternehmen und der Organisation. Neben der wissenschaftlichen Vorarbeit des Zentrums Digitale Arbeit steht dabei die Unterstützung der regionalen Zukunftszentren bei der direkten Zusammenarbeit mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen im Fokus. Was ist der Hauptpunkt unserer Arbeit? Dies ist das digitale Instrument des Wissenspools. Hierin werden die Erkenntnisse und Ergebnisse, die wir aus unseren wissenschaftlichen Tätigkeiten erarbeiten, dargestellt. Viel Spaß. Dankeschön. Tschüssi. Darf ich auch Herrn Professor Posselt in der Veranstaltung begrüßen? Hallo, Herr Professor Posselt. Ich grüße Sie, hallo. Entschuldigung für die technische Verspätung. Kein Problem. Genau. Ja, wir sind schon im Vortrag. Herr Herzberg trägt schon vor. Gut, dann fahre ich fort. Genau. Auf der Webseite des Zentrums Digitale Arbeit haben wir den digitalen Wissenspool als Instrument zum digitalen Wissensmanagement abgebildet, haben hier vorrangig 8 komplexe Themenfelder identifizieren können für unsere Arbeit. Dabei nicht ganz immer einfach, die einzelnen Schnittmengen zu identifizieren und ganz überschneidungsfrei zu agieren. Dennoch war es uns möglich, 8 größere Themenkomplexe zu identifizieren, die sich dann wiederum in kleinere Unterthemen und Beiträge teilen, die dann nach und nach durch uns befüllt werden. Hier versuchen wir, besonders durch differenzierte Beitragsformate, 4 Abwechslung und Nutzerinnenorientierung zu bewerkstelligen.
Das sind vor allem Expertinneninterviews, theoretische und methodische Beiträge, die Bereitstellung von Erkenntnissen aus Studien externer Partner, aber auch die Bereitstellung von Ergebnissen eigener Untersuchungen und vorrangig auch die Kombination von Wissen aus der wissenschaftlichen Evidenzforschung und der Praxis. Das besonders wird uns im kommenden Jahr begleiten, in der zweiten Hälfte. Hierbei geht es darum, die in den regionalen Zukunftszentren identifizierten praktischen Erfahrungen in Kombination mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen im Wissenspool abzubilden. Auch die Erstellung des Wissenspools war für uns nicht ganz herausforderungsfrei. Hauptsächlich ging es darum, das Wissen möglichst für heterogene Zielgruppen aufbereitet darzustellen. Dabei war es herausfordernd und ist es nach wie vor, eine Kombination aus Wissenschaft und Praxisorientierung zu finden und natürlich auch interessante Beitragsformate und ein attraktives, modernes Design darzustellen. Ziel des Wissenspools ist es, anhand der international auch gesammelten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Wissensbestände für Unternehmen, für Ministerien, für Politik und vor allem auch für die regionalen Zukunftszentren aufzuarbeiten und bereitzustellen und dadurch dann zielgerichtet die Kompetenzen in den Organisationen voranzutreiben und den digitalen Wandel begegnen und begleiten zu können. Weiteres Hauptaugenmerk ist dabei die Verknüpfung bestehender Wissensbestände und Erarbeitung eigener Wissensbestände, um das Ganze verknüpft zur Verfügung zu stellen. Und Vorteile, die sich durch den Wissenspool ergeben, sind natürlich die freie Verfügbarkeit des aktuell generierten Wissens, die Möglichkeit zur Vernetzung und Verknüpfung in Verbindung mit weiteren Partnerinnen und Partnern und natürlich die Aktualität der bereitgestellten Erkenntnisse. Weiterer Hauptaspekt in der Arbeit des ESF-Projekts mit dem Förderschwerpunkt Zukunftszentren sind die einzelnen Wissenspools in den einzelnen Partnern des Projekts. Das heißt, nicht nur wir als Zentrum Digitale Arbeit bieten einen digitalen Wissenspool an, sondern auch das Haus der Selbstständigen und die einzelnen regionalen Zukunftszentren. Dadurch ergeben sich Vorteile durch die Vernetzung. Das heißt, die Wissensbestände in den einzelnen Pools können miteinander verknüpft werden. So ist es beispielsweise möglich, Nutzerinnen und Nutzer, die erste allgemeingültige Beiträge im Zentrum Digitale Arbeit lesen, durch die Verlinkung direkt in die praxisorientierten Beiträge der regionalen Zukunftszentren zu führen. Beispiele dafür sind aktuell Handlungsleitfäden, Selbstchecks, die den KMU bereitgestellt werden, aber auch die Beratungsangebote, unterschiedliche Blogs, regionale Analysen und auch Podcasts. Dadurch wird auch eine große Vielfalt bedient und in den einzelnen Wissenspools der regionalen Zukunftszentren entsteht dadurch der Vorteil, dass auch auf regionalspezifische und branchenspezifische Gegebenheiten in den einzelnen Bundesländern eingegangen werden kann. Das Zentrum Digitale Arbeit und auch das Haus der Selbstständigen agieren dabei überregional und branchenoffen und dienen für die wissenschaftliche Grundarbeit für die Umsetzung in den regionalen Zukunftszentren. Weiterhin stellt der Punkt Kooperation, Vernetzung, Zusammenarbeit und Kollaboration ein großes Feld in der Zusammenarbeit. Das heißt, hier wurden verschiedene vorrangig durch die Pandemie bedingt digitale Austauschformate eröffnet. Darunter fallen die themenbezogenen und überregional stattfindenden Vernetzungstreffen zwischen den einzelnen Projektpartnern. Im vergangenen Jahr wurden zusätzlich digitale Fokusgruppen eingerichtet, die sich mit den identifizierten Schwerpunktthemen beschäftigen, darunter vorrangig Beratung, die innovativen Lehr-Lern-Konzepte, die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die einzelnen Wissenspools, deren Verknüpfung und Vernetzung sowie auch die Generierung neuen Wissens. Im Fokus der Kooperation steht damit dann die Vernetzung der einzelnen Wissenspools und sowohl die Berücksichtigung von Schnittmengen und Regionalspezifika, da vorrangig die Möglichkeit, durch das Zentrum Digitale Arbeit allgemeingültige Erkenntnisse bereitzustellen, die auch über den deutschen Raum hinausgehen, um mit Best-Practice-Beispielen und Erfolgsfaktoren aus Wissenschaft weltweit die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Ostdeutschland zielgerichtet unterstützen zu können. Das war es auch bereits, unser kurzer Einblick in die Tätigkeit und Zusammenarbeit im Zentrum Digitale Arbeit. Sollten Sie Gesprächsbedarf haben oder Fragen an uns, können Sie uns gerne kontaktieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sollten Sie an der weiteren Arbeit des Zentrums Digitale Arbeit interessiert sein,
bieten wir Ihnen auch noch den Link im Chat für unseren Newsletter an. Dort besteht die Möglichkeit, sich aktuell monatlich über die aktuellen Geschehnisse im Zentrum Digitale Arbeit, Vernetzungsveranstaltungen, aktuelle Beiträge und Umfragen zu informieren und daran teilzunehmen. Und in dem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch mit Ihnen und die weiteren Beiträge. Vielen Dank, Herr Herzberg. Das war zeitlich schon hervorragend. Und allen Zuschauerinnen und Zuschauern hier herzlich willkommen im Panel 5, Wissensökonomie und Kompetenzmanagement, Treiber in der digitalen Transformation. Wir sind im Panel jetzt mittlerweile komplett. Wir begrüßen schon zwischenzeitlich auch geschehen Herrn Professor Posselt und wenn ich die Agenda richtig deute, dann Herr Professor Posselt, wäre der nächste Vortrag der Ihre. Vielen Dank. Werde ich also erstmal versuchen, meine Folien zu teilen. Einen Augenblick bitte. Das ist einmal gar nicht so einfach. So, ich hoffe jetzt, Sie sehen schon etwas. Perfekt. Jetzt noch in dem Präsentationsmodus und dann sind wir glücklich. Wunderbar. So, genau. Hervorragend. Vielen Dank. Gut. Mir geht es um die Frage Wissensökonomie und Kompetenzmanagement. Herr Herzberg hat ja eben gerade dargelegt, wie das Projekt, wie der Wissenspool im Projekt aufgebaut ist. Eine, finde ich, sehr spannende Angelegenheit. Und bei uns geht es jetzt so ein bisschen um die Frage, wie bindet man eigentlich, wie ist das Thema Arbeitswelt, Kompetenzen, Organisationsentwicklung, wie kann man das eigentlich vor dem Hintergrund der Wissensökonomie einsortieren. Lassen Sie mich dafür vielleicht nochmal ein großes Bild für einen ganz kurzen Moment zeichnen. In diesem großen Bild ist klar, die Wissensökonomie wird maßgeblich getrieben durch die digitale Transformation, eben durch den Umgang mit Daten, durch die Fähigkeit, die wir erlangt haben, die technische Fähigkeit, Daten in ganz anderen Maßstäben zu handeln. Und diese technische Fähigkeit geht damit einher, dass man aus Daten verbessert Informationen und Wissen ableiten kann. Und wir wissen alle, das verändert die Wirtschaft in diesem Jahrhundert ganz massiv und grundlegend. Und die Frage ist eben auch, was bedeutet das für Menschen, was bedeutet das für das Arbeitsumfeld? Und dabei müssen wir immer im Blick behalten, dass sich es um Prozesse handelt, die interaktiv sind, die zusammenhängend sind zwischen nicht nur Personen und Menschen auf der einen Seite, sondern Technologien und Prozessen auf der anderen Seite. Und dieser Zusammenhang, diese drei Säulen sind treibend für die digitale Transformation und damit auch für das neue Entstehen der Wissensökonomie. Was bedeutet das für Menschen und deren Qualifizierung, für Unternehmen, die damit arbeiten müssen jeden Tag und die unter diesen veränderten Anforderungen, unter diesen veränderten Gegebenheiten auch wettbewerbsfähig bleiben müssen und sich weiterentwickeln müssen. Das bedeutet, wir haben im Grunde genommen, wir müssen einen neuen Blick nehmen auf, wie organisiert man eigentlich Unternehmen und welche Kompetenzen sind hierfür nötig. Früher in der alten Welt oder in der ganz alten Welt, könnte man sagen, da hat man immer sehr stark geschaut auf die Fachkompetenzen. Und auch nicht nur sehr, das tun wir heute auch noch, aber es kommen andere Dinge hinzu. Und diese anderen Dinge, die hinzukommen, werden immer wichtiger. Und dazu zählen Dinge wie Methodenkompetenz, Selbstkompetenz, also wie kann ich mich selber ein Stück weit steuern und wie gehe ich selber mit mir um, reflektiere ich das, wie ich mit meiner Umwelt umgehe und Ähnliches und auch der Begriff der Sozialkompetenz. Und ich denke, dass diese Arten von Kompetenzen neben der Fachkompetenz in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung gewonnen haben und dass sich das auch weiter fortsetzen wird. Und Sie sehen, wir haben hier noch weitere Kompetenzen gelistet auf der Folie unten, die
an Bedeutung zunehmen und natürlich vor dem Hintergrund der Innovationen, die wir erleben und die ja sehr, sehr massiv sind, also immer wieder eine neue Innovationswelle, immer wieder Veränderung der Arbeitswelt. Das bedeutet natürlich, dass wir alle sehr veränderungsbereit letztlich sein müssen, uns ständig mit anderen Inhalten auseinandersetzen und auch im Arbeitsleben anders miteinander umgehen. Die Pandemie hat uns das ja jetzt auch sehr, sehr deutlich gezeigt. Das heißt, wir haben so etwas wie klassische Kompetenzen, dazu kommen aktuelle Kompetenzen und wir müssen damit rechnen, dass die zukünftigen Kompetenzen dann nochmal ganz anders aussehen, als sie heute aussehen. Und um dem gerecht zu werden, um dem einigermaßen gerecht zu werden, kann man dann nur sagen, okay, wir müssen schauen, was könnte das denn sein und wie salopp gesprochen kann ich eigentlich das Lernen lernen in Teams und dann spielen Dinge eben eine Rolle, wie bin ich in der Lage als Arbeitnehmer, mich selber zu organisieren, eine gewisse Flexibilität zu entfalten, mit anderen dies gemeinsam zu tun in belastbaren Beziehungen. Sind die Beziehungen im Berufsumfeld belastbar? Sind sie so, dass immer noch trotzdem sich Kreativität entfalten kann bei allem Anforderungen und so weiter und so weiter? Also Sie sehen, da gibt es eine Menge zu tun. Und bei diesen Kompetenzanforderungen an diesem Thema arbeiten wir auch im Fraunhofer IMW sehr intensiv. Das ist eins unserer wichtigen Themen, die insgesamt, glaube ich, eine ganz zentrale Bedeutung haben. Lassen Sie uns kurz einen Blick werfen auf ein Beispiel. Hier ist noch einfach nur ein Beispiel eines Projekts. Sie wissen, wir arbeiten sowohl an der Universität Leipzig als auch am Fraunhofer IMW häufig auch mit Projekten, die wir gemeinsam mit anderen durchführen. Und ein Beispiel eines solchen Projekts ist ein Beispiel, das vom EIT, also European Innovation, die European Innovation Agency im Prinzip angestoßen oder finanziert wird. Und dort geht es um die Frage des Qualifizierungs- und Kompetenzmanagements im Gesundheitswesen. Und dafür gab es eine besondere Bedarfsanalyse hinsichtlich der dort benötigten Kompetenzen. Sie können sich leicht vorstellen, dass das Gesundheitswesen, was ja in der Vergangenheit extrem stark davon geprägt war, von der Fragmentierung geprägt war und auch von einem hohen Niveau an Datenschutz geprägt ist, dass es dort gar nicht so einfach ist, auch sich durch das Dickicht an neuen technischen Möglichkeiten. Ich erinnere an den Fortschritt der Medizintechnik. Ich erinnere an den Fortschritt bei Diagnosen oder auch bei OP-Techniken, dem einfach gerecht zu werden und das zu beherrschen. Das erfordert von den Mitarbeitenden im Gesundheitssektor einen massiven Kompetenzaufbau, eben in Kombination mit einer ganzen Reihe von Soft Skills wie agiles Arbeiten, Resilienz oder eben auch das schon erwähnte Selbstmanagement. Und auf der linken Seite der Grafik neben diesem Beispiel sehen Sie den Versuch, das so ein bisschen zu systematisieren, zu sagen, es gibt sowas wie fundamentale Fähigkeiten, Anwendung transformativer Technologien ist eine Fähigkeit und darüber hinaus Deep Dive für Technologieexperten. Und natürlich sind, ich will das nochmal unterstreichen, weil diese Grafik zu dieser Deutung nicht sofort einlädt, so Dinge wie die Fähigkeit, sich selber zu managen oder auch Resilienz, sich Resilienz in diesen Arbeitsumgebungen anzutrainieren. Ich denke, das sind sehr, sehr wichtige Fähigkeiten. Genau. So, lassen Sie mich vielleicht damit enden, dass ich das nochmal ein bisschen zusammenfasse und einfach sage, ich denke, die organisationalen und individuellen Kompetenzen sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und sie sind auf der anderen Seite aber auch entscheidend dafür, dass Arbeitnehmer gerne zur Arbeit gehen und sich produktiv dort tatsächlich entfalten. Und um das als Unternehmen tatsächlich umsetzen zu können, brauchen Sie gute organisationale Rahmenbedingungen. Sie brauchen moderne Arbeitsformen oder müssen immer wieder über moderne Arbeitsformen reflektieren. Und auf der anderen Seite, auf der Seite des Individuums, im Gegensatz zur Seite der Organisation, bedeutet das, dass wir über Innovationskompetenzen nachdenken müssen, darüber, was Treiber und Hemmnisse sind in Unternehmenskontexten.
und was eigentlich die zukünftigen Skills, die zukünftigen Fähigkeiten und Kompetenzen in einem Bereich ausmacht. Ich glaube, das ist eine wesentliche Aufgabe, der sich Unternehmen im Sinne ihrer Wettbewerbsfähigkeit stellen müssen. Nur bei systematischer Betrachtung werden sie in Zukunft damit Erfolg haben. So weit, so gut von meiner Seite. Ich hoffe, das war zu sehen und das soll an dieser Stelle vielleicht erst genügen für unsere Diskussion. Vielen Dank, Herr Professor Posselt. Ja, das war zu sehen. Für die neuen Zuschauenden hier herzlich willkommen im Panel 5, Wissensökonomie und Kompetenzmanagement, Treiber in der digitalen Transformation. Sie haben eben gerade Professor Posselt, den Institutsleiter des Fraunhofer IMW, gehört. Herr Harzberg hatte schon vorgetragen vom Zentrum Digitale Arbeit und der Universität Leipzig. Und jetzt kommen wir zu Frau Schmeink. Frau Schmeink stellt das INCA-Projekt NAVIT vor und sie ist Geschäftsführerin des Demografienetzwerks. Demokratie ist auch wichtig, Herr Böttner-Langolf. Also insofern ist das völlig in Ordnung. Also Demografienetzwerk, ich komme vom Demografienetzwerk und ich darf heute vorstellen das Projekt NAVIT, das das Fenster nicht, was ich mit Ihnen teilen wollte. Kleinen Moment. Hallo, Frau Schmeink. Ja, hallo. Möchten Sie das Fenster von PowerPoint teilen? Ja. Genau, und das zeigt es könnte sein, dass sie sich PowerPoint minimiert auf die Windows-Taskleiste ganz zusammengefalten haben. Dann wird dieses Fenster nicht zur Auswahl vorgeschlagen. Okay. Wenn Sie einmal bei Windows ganz unten in der Taskleiste auf PowerPoint klicken und wieder zu dem Browser wechseln, wird Ihnen das Fenster auch zum Teilen vorgeschlagen. Das tut mir leid, das habe ich jetzt... Ansonsten wählen Sie einfachheitshalber bei den Teilen-Optionen gesamten Bildschirm und wählen Sie Ihren Bildschirm aus und bestätigen dies mit Teilen. So? Leider noch nichts. Wählen Sie bitte mit einem Linksklick Ihren gesamten Bildschirm aus, einmal links darauf klicken und dann ist die Schaltfläche Teilen für Sie verfügbar. Tut mir leid. Ärgerlich. Gerade hat es funktioniert. Wir versuchen das einfach nochmal. Der Klassiker. Bitte laden Sie einmal Ihren Browser, Ihr Browserfenster neu. Stellen Sie noch einmal die Anfrage. Ich lasse Sie zu. Und wir versuchen das, die Präsentation noch einmal aufzurufen. Wir sehen auf alle Fälle, dass wir hier mit Herrn Arnold einen absolut kompetenten technischen Begleiter haben. Frau Schmeink, wenn Sie jetzt Share Screen wählen, gleich die erste Seite, klicken Sie auf den gesamten Bildschirm, der Ihnen vorgeschlagen wird und bestätigen Sie diese Auswahl mit Teilen. Ja, das tut mir leid, der macht es nicht. Ah doch, jetzt habe ich es, genau. Wunderbar. Jetzt wechseln Sie. Genau. Wir sehen jetzt Ihre Präsentation und Sie könnten jetzt so durch Ihre Präsentation führen. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, ich danke Ihnen. Wir sehen alles, wir hören alles. Es ist alles gut eingerichtet. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Vielen Dank. Wunderbar, das freut mich. Also ich darf das Projekt NAVIT vorstellen. Das Projekt NAVIT läuft in der ersten Experimentierraumlinie des BMAS, ist gestartet im November 2018 und es geht um die Nutzung KI-basierter Assistenz- und Wissensdienste in der Qualifizierung. Ich würde gerne eingangs zwei Sätze zum Demografienetzwerk verlieren. Das Demografienetzwerk ist ein INCA-Netzwerk und gegründet vor etwa 14 Jahren schon und zwar mit der Idee,
sich mit zukunftsfähigen, erfolgreichen Beschäftigungsstrategien im Unternehmen zu beschäftigen. Moment. Ja, wir unser Netzwerk. Frau Schmeink, wechseln Sie einfach wieder zu Ihrer Präsentation. Einmal in die Präsentation klicken. Wir hatten gerade ein Word-Dokument von Ihnen gesehen. Es ist alles wieder gut. Klicken Sie nur einmal in Ihre Präsentation, dann können Sie diese auch weiterklicken. Ja, das geht doch. Gut. Vielen Dank. Okay. Ja, die Idee des Netzwerks ist, Unternehmen miteinander in den Austausch zu bringen, um sich mit Fragestellungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen. Und unser Ansatz ist dafür, Austausch zu organisieren. Und wir setzen eben auf der Praxisebene an, versuchen anhand von Best-Practice-Beispielen, die Unternehmen bei uns einbringen, zu arbeiten. Aber dann verlassen wir auch relativ schnell so eine gewisse Hochglanzebene, die Best Practices oft in sich tragen, und versuchen tatsächlich ja so etwas anzubieten, was heute Morgen in den Gesprächen, in der Paneldiskussion auch schon angediskutiert wurde, nämlich Netzwerke, wo sich Unternehmen tatsächlich gegenseitig weiterhelfen, auch mit Hindernissen umzugehen in der Umsetzung von Maßnahmen. Wir beteiligen uns an Förder- und Forschungsprojekten, um eben die Erkenntnisse, die in diesen Forschungs- und Förderprojekten entstehen, auch für unsere Netzwerkpartner, für die Unternehmen, insbesondere auch KMU, nutzbar zu machen. Insofern sind wir natürlich auch immer wieder interessiert an dem Austausch mit weiteren Partnern und mit Forschungspartnern. Ja, jetzt zu NAVID. NAVID ist ein relativ komplexes Projekt, bestehend aus zwei Wissenschaftspartnern, nämlich dem Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz und der Jakobs-Universität. Hier ist die Rollenverteilung natürlich so, dass wir mit dem DFKI einen Partner haben, die sich sehr stark mit den KI-Methoden auskennen. Und bei der Jakobs-Universität sind wir mit den Kollegen unterwegs, die sich mit Demografiefragestellungen und vor allen Dingen auch mit Lernen, mit Lernkompetenz befassen. Gestartet sind wir das Projekt mit drei Praxispartnern, mit Airbus Operations, mit Lufthansa und mit Festo Didaktik. Und bei allen drei Partnern wollen wir in besonderen Bildungsräumen Modelllösungen entwickeln, um den Beschäftigten in unterschiedlichen Bildungsräumen zu helfen, die Qualifizierung mit KI-basierten Assistenz- und Wissensdiensten zu optimieren. Von vornherein war dieses Projekt, so wie es häufig bei INQUA-Projekten angesetzt ist, ein partizipativer Ansatz. Also das heißt, der sozialpartnerschaftliche Austausch war auch da von Beginn an mit eingewoben in die Projektstrukturen. Da hat es uns besonders einfach gemacht, dass Airbus sehr weit ist in dieser Thematik und durch ihre Betriebsvereinbarung Industrie 4.0 schon Strukturen aufgebaut haben, wo eine sehr frühe Einbindung der Betriebsräte, der Mitarbeitervertretungen bei der Entwicklung von Maßnahmen in der Personalentwicklung sichergestellt ist. Davon profitieren auch die anderen Projektpartner. Ja, der Airbus Use Case selbst, dabei geht es darum, eine bestimmte Qualifizierungssituation im Rahmen des Produktionsprozesses abzubilden und mit Hilfe dieses KI-gestützten Assistenzdienstes im Training ja im Prinzip wirklich die Fehlerrate zu senken. Denn geht dabei um ein System, das eben sicherheitsrelevant ist und wo in der Umsetzung im Prozess, im Produktionsprozess eine Nullfehlertoleranz gegeben ist. Eingesetzt wird da ein Demonstrator, der eigens dafür aufgebaut wurde, für diese spezielle Qualifizierungssituation.
aber der von vornherein auch darauf basiert oder entwickelt wurde, wie er übertragbar ist, auch auf andere Produktionsfälle. Bei der Festo-Didaktik geht es mit dem Assistenzdienst darum, sowas wie einen Lernnavigator zu entwickeln und über konkrete Interventionen im Lernprozess die Lernangebote so zu gestalten, dass sie auf den Nutzer zugeschnitten sind. Das heißt, die Lernangebote sind sozusagen individualisiert. Im Laufe des Projekts und durch die Corona-Situation ist uns dann der dritte Use Case mehr oder weniger gekommen. Wir konnten das Vorhaben bei der Lufthansa nicht weiter umsetzen. Aber dennoch war dieser Bildungsraum, der da geplant war, dem Festo-Didaktik-Bildungsraum sehr, sehr ähnlich, sodass auch die, wenn es denn wieder möglich ist, vielleicht im nächsten Jahr, auch mit der Lufthansa noch Umsetzungsideen auf Eis liegen, die man dann relativ schnell auch wieder nutzbar machen kann. Jetzt haben Sie ja gesehen, wir arbeiten da mit sehr großen Unternehmen und was bei Inqua ja auch immer ein wichtiger Ansatzpunkt ist, wie bekommen wir die Forschungsergebnisse, die Erkenntnisse aus den Projekten auch nutzbar gemacht für kleine und mittlere Unternehmen. Und auch das haben wir natürlich im Projekt berücksichtigt, nämlich wir haben dieses Transferpotenzial für KMU aufgegriffen, indem wir mit dem Transferpartner Berufsförderungswerke zum einen eine Adaption aus den Erfahrungen des Festo-Use-Cases entwickeln, die zunächst mal mit dem Berufsförderungswerk in Frankfurt ausgetestet werden und hier im Rahmen einer Verlängerung des Projektes nun in die Entwicklung gehen. Dann werden wir zwei Kompendien entwickeln, die einmal das Thema Lernen zum Inhalt haben wird und das andere Kompendium wird für das Thema Sozialpartnerschaft oder die Einbindung der Sozialpartnerschaft in der Umsetzung solcher Projekte entwickelt. Und das werden wir natürlich zur Verfügung stellen. Beide Kompendien werden einen hohen Praxisanteil haben. Ja, und um auch dieses sehr komplexe Thema, das wir bei dem Airbus Use Case haben, tatsächlich in einen Transfer zu bringen und daraus einen Nutzen auch für KMU zu generieren, ist in Vorbereitung, hier ein überbetriebliches Aus- und Weiterbildungsangebot zu schaffen mit Partnern, die in der Luftfahrtindustrie ausbilden, aber auch dann übertragbar sind auf andere Bereiche. Jetzt möchte ich abschließend noch ganz kurz zu diesem Aspekt des sozialpartnerschaftlichen Ansatzes des Projekts eingehen. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir mit Airbus da ein sehr vorbildliches Unternehmen mit im Konsortium haben und auf Basis der Diskussionen, die die verschiedenen Betriebsratsmitglieder auch aus den anderen Unternehmen, die beteiligt sind im Projekt, entwickelt haben im Rahmen des Projektes, ist dann eine Webreihe entstanden eine Webreihe entstanden mit dem Titel Mitbestimmt Sozialpartnerschaft heute, wo unterschiedliche Themenstellungen, die unsere Projektpartner umgetrieben haben im Rahmen dieser Thematik Einsatz von KI-basierten Wissenssystemen in der Qualifizierung aufgegriffen werden und beleuchtet werden, sowohl aus wissenschaftlicher Sichtweise als auch eben aus der praktischen Perspektive. Und diese Themen sollen tatsächlich auch fortgeführt werden. Die erste Webreihe ist jetzt mittlerweile gelaufen und wir planen jetzt gerade eine Fortsetzung auch für den Herbst, um nochmal weitere Themen da einzuspielen und nutzbar zu machen und vor allen Dingen auch weitere Partner mit zu generieren, die sich mit diesen Themen auch gerne mit uns zusammen auseinandersetzen wollen. Ja, das soll es sein von meiner Seite zum Thema Navid und ich bin natürlich sehr gespannt, ob es von Ihrer Seite Fragen gibt. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Schmeink. Wunderbar.